Hallo, das ist Full of Games und jetzt kommen zurück zu Sonic Adventure DX und zwar in der schönen gemodelten Version. Und das letzte Mal haben wir sehr viel mit Sonic gespielt, sind anscheinend schon bei 25% clear, das ging schnell. Deswegen habe ich mir gedacht, gehen wir mal weiter und spielen mal mit Tails und gucken, wie das so werden wird. Ich bin sehr gespannt und starten wir einfach mal ins Abenteuer von Tails, denn das ist einer der interessantesten Charaktere, muss ich sagen. Sehr, sehr buggy teilweise und das muss man sich doch mal ansehen und mal gucken, was die Story hinter dem kleinen Mann ist. Wir haben ja die Sicht schon mal gesehen von Sonic aus. Tails, der im Flieger saß, was super funktioniert hat, Tails. Mhm. Ja, dann mach das mal, Tails. Los geht's. Interessant, der kann ja selber fliegen. So, warum braucht er das überhaupt? Aber das sieht nicht gut aus, Mann. Das sieht gar nicht gut aus. No! Na, aber dafür, dass es schlecht ging, ging es ja erstmal nach oben. Aber. Oh. Im Gebäude solltest du nicht krachen. Aber guck. Yo, wie der fliegt. Yo. Gut, dass da niemand rumläuft. Das wäre schlecht gewesen. Ja. Tja, damit sind wir wohl zusammengekackt. Aber. Sonics hier. Und da Sonic, wenn man mit Sonic tatsächlich den Armreif aufgehoben haben, hat er hier schon den Armreif, obwohl er den gar nicht haben kann. Unglaublich, ne? Er ist ja. Meine Immersion ist schon total falsch. Er kann ihn auch gar nicht haben. Schlimm, oder? Ah, schön. Ja, alles gut. Ja, natürlich, ich bin ein Profi. Wirklich? Ich habe das Gefühl, wir hatten das schon mal. Hm. Ach, wirklich, Tails. Zeig mir mal. Ein Chaos Emerald. Unglaublich. Wer hätte damit gerechnet? Ja. Ja, ich habe das Gefühl, dass Tails. Es ist interessant, mal aus deiner Perspektive zu sehen. Wie Sonic dich einfach tot angestarrt hat. Einfach du an ihm vorbeiläufst und einfach stehen bleibt. Bleibt er einfach so stehen. Das ist das Coole an Tails. Wir können fliegen. Und Sonic ist mal weg. Alles doch, das ist doch klasse. Wir können ja auch so eine Spin-Attack. Aber einfach, guck mal, fliegen, Guys. Das ist schon cool. Ich meine, wir möchten nicht fliegen. Ich wollte schon immer in Videospielen fliegen können. Und Tails kann es einfach. Ach, das ist doch klasse. Ich glaube, das wird denen sehr auf die Nerven gegangen sein, wenn die das Game programmiert haben. Und die mussten echt aufpassen, dass die Leute nicht einfach irgendwo hinfliegen, wo die nicht hingehen sollten. Aber ist doch okay. Gehen wir zu den Mystic Runes. Da, wo wir hin müssen. Weil eventuell haben wir den Teil schon mal gesehen, weil eventuell kommt gleich jemand, den wir bekämpfen müssen, aber ich weiß nicht. Gott, da sind wir hängen geblieben. Das ist okay. Wir können sogar. Ich meine, wir hätten auf die Schienen gehen können, aber passt schon. Hallo. Was? Nein. Wer kann das denn sein? Dr. Robotnik? Schon wieder? Ja, das wird sich duplizieren. Wir haben das ja beide erlebt. Das heißt, aus beiden Sichten sieht man das jetzt. Natürlich aus beiden Sichten hat der eine oder der andere die Person besiegt. Oh, toll gemacht, Sonic. Wirklich, erzähl mir noch mal von dem Superplan. Naja. Ich weiß gar nicht, ob Tails das gesagt hat aus Sonics Perspektive. Ich meine, die haben das ein bisschen versucht zu ändern, damit er nicht dieselbe Szene zweimal genau siehst. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Aber die mussten das, sie haben sich schon in der Richtung geschrieben, dass du schon irgendwie, die Szene halt zweimal irgendwie machen musst. Aber das ist manchmal. Also, das wird noch in späteren Szenen noch sehr interessant, weil wenn zwei Charaktere was gegeneinander machen, also dann sieht man ja die jeweilige Perspektive. Das kann schon interessant sein, aber ich möchte nicht zu viel sagen. Das werden wir noch herausfinden. Oh nein. Mensch, was hat er getan? Er hat sein Ding aufgemotzt. Das haben wir noch nie gesehen. Aber alles easy. Die Egg Hornet defeaten wir. Wir sind Tails. Ich weiß gar nicht, was der machen will. Will der mich in der Luft beschießen? Oh, der beschießt mich in der Luft. Fliegen aber trotzdem. Hallo, Egg Hornet.
Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt können wir hier spinnen. Bam. Na ja, gut, nicht spinnen. Also, können spinnen, aber wir können auch. Ich glaube übrigens, der hat auch Upgrades. Ich bin mir gar nicht sicher, was für Upgrades jetzt Tails genau hat, aber Tails hat Upgrades. Ich meine Fliegen, Guys. Wer findet Fliegen nicht cool? So. Ich meine, diese Kugel haben sie halt von Sonic kopiert, ne? Generell. Ich meine, das Speed dabei ist auch nice, ne? Sind nicht alle auf Speed ausgelegt. Sind auch. Es gibt auch einen Charakter, der ist sehr seltsam. Die Leute, die das Spiel kennen, die werden wissen, was ich meine. Und für die andere lasse ich es einfach mal als Überraschung. Aber es ist cool, dass sie sich auch unterscheiden. Das ist auf jeden Fall klar. Wir werden auch noch so einen Arcade-Shooter sehen. Und sehr viel Run-Sessions. Aber das schauen wir mal. Also sie haben auf jeden Fall Mühe sich gegeben, dass die Charaktere sich auch anders anfühlen. Und auch, dass die Level anders sind. Hier, das war jetzt eine Ausnahme. Aber wir sehen gleich tatsächlich, was der Unterschied ist an den Tails-Leveln zu den Sonic-Leveln. Aber den Teil muss man auf jeden Fall erstmal durch. Und ich möchte mir die Schmach nicht nochmal geben, dass unser Chaos Emerald geklaut wurde. Denn das haben wir, glaube ich, schon oft genug gemacht. Aber hier wissen wir, wo wir jetzt hin müssen. Dieses Mal ist auf jeden Fall klar, wo wir hin müssen. Klar, nicht damit fliegen, aber wir haben ja diesen Schlüssel. Und da wir das letzte Mal rausgefunden haben, wo wir hin müssen, gehen wir jetzt dahin und gehen in die erste Stage von Tails. Ich glaube tatsächlich, ich muss mal kurz gucken. Irgendwas gibt es denn mit irgendeinem Charakter. Oh, irgendeinem Charakter kann man da was freischalten oder was kriegen. Aber ich bin mir nicht genau sicher, mit welchem und wie. Brauche ich jetzt. Oh. Kamera. Da. Ist nicht genau mit welchem Charakter wie, aber das passt schon. Und wir gehen dann mal in die erste Stage. Easy. Und was ist der Punkt von Tails? Tails möchte schneller und toller als Sonic sein. Also werden wir das auch sein. Let's go. Und laufen. Genau, ich glaube, das ist das Problem, wenn... Oh Gott. Okay, warte, das wollen wir. Ich glaube, Tails Rolle kann sehr... Ja! genau. Kann sehr buggy sein, was eigentlich recht cool ist. Wir müssen schneller als Sonic sein, dann sollten wir uns eventuell beeilen. Ich muss natürlich demonstrieren, aber hier genau, wir haben diese Ringe und können da durchgehen. Das wusste ich früher nie, habe die auch nie verwendet. Und jetzt möchte ich, komm schon, möchte buggen. Yes! Es gibt uns den Auftrieb, weil wir tatsächlich hier lang können und durch einen dieser Ringe kommen und jetzt tatsächlich eine kleine Abkürzung haben. Wir können hier sogar hochfliegen, kommen noch höher. Naja, Tails ist schon cool und da wir da hinten schon sehen, wo wir lang wollen, gehen wir hier auch lang. Ja, wir müssen halt ein bisschen schneller als Sonic sein. Wir haben eventuell ein bisschen aufgeholt. Jetzt müssen wir aufpassen. Zack, easy. Und jetzt gehen wir einfach weiter die Piste lang. Ich glaube, das sollte passen. Eigentlich sollten wir nicht lang wollen, aber ich finde es so lustig, wenn es schief geht. Also passt das schon. Und das fand ich immer sehr seltsam, muss ich sagen. Mit dem Schwanz in dem Boden drin und so. Na, aber passt schon. Ich glaube, das sollte auch gemacht sein, auch wenn wir es noch getrödelt haben. Und tatsächlich ist da der Chaos Emerald. Und wir haben ihn vor Sonic tatsächlich entdeckt. Tja, Sonic, schreib dir das hinter die Ohren. Tails ist besser und schneller als du. Ach ja. Da ist er. Das ist tatsächlich ein CPU-Sonic, was tatsächlich gut funktioniert. Was interessant ist, hätte ich nicht damit gerechnet. Aber gut, der Computer cheatet, denke ich mal ein bisschen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt in einer Sektion sind, wo wir mit Sonic noch nicht mal waren. Also ich... Außer, machen wir die Casino-Section? Probably gehen wir zum Casino. Gucken wir mal. Die haben natürlich alle ein bisschen eigenen Arc. Also, Tails ist nicht komplett von Sonic abhängig, aber ein bisschen. Weil Tails natürlich sehr hinter Sonic anscheinend hängt. Ich kenne mich mit dem Sonic-Lore im Sinne auch nicht groß aus, aber weil Tails fliegen kann, können wir dagegen bouncen und müssen nicht aufladen und sind jetzt hier im Casino. Tatsächlich mal Stage 2, das geht schnell, oder? Aber wir müssen ja auch ein Wettrennen machen. Dementsprechend passt das. Let's go. Wir sind jetzt tatsächlich in der Abfluss-Section. Das heißt, die verwenden natürlich die Stages, ne? Die können natürlich auch nicht alles selber machen, aber finde ich trotzdem recht cool. Und tatsächlich glaube ich, dass irgendwie Sonic ganz komische Dinge macht. Ich weiß nicht, wie der... Der hat ja sich irgendwie aufgeladen, man ja gehört, ne? Ich weiß nicht genau, was er da genau tut. Ich finde, das ist keine so tolle Run-Stage, muss ich sagen. Ich glaube, die machen jetzt gleich noch was ein bisschen damit, aber dauert auch nicht so lange. Aber das, ich glaube, Tails-Stage, ich weiß nicht, wie lang tatsächlich sind. Ich glaube, hier sollte sich Rollen ein bisschen empfehlen. Ja, sieht man auf jeden Fall, das ist besser. Nein, komm schon. Ich muss abheben. Ach, komm.
komm. Komm schon. Ah, perfekt, jetzt fliegen wir endlich. So, und dagegen und weiter. Ich glaube, Rollen empfiehlt sich, weil der Knall gegen nichts. Also wir können gegen das Gegenknall, aber das ist nicht so schlimm. Boah. Kommen dann Sachen vorbei, können ja hier durchfliegen, das kannst du nicht. Und das ist Case Emerald. Ja. Und Sonic hängt irgendwo. Man hört ihn sehr, sehr laut tatsächlich irgendwo rumhängen. Okay. Ja, ich nehme das zurück, dass das so super funktioniert. Aber ist okay. Wir haben Sonic besiegt. Sonic, jetzt kommt Sonic. Sonic, wir haben alles gut. Sonic, es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Genau, und jetzt kommen wir zum Eisding. Das ist die Frage. Wir haben das bei... Achso, ja, hier kommt noch Eggman. Ja, das haben wir schon gesehen, dass Eggman sich das nimmt. Das überspringen wir mal. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir das aus der Perspektive von Sonic weiterspielen, weil... Gut, wir wissen natürlich, was hier passiert ist. Eigentlich ist das Ding halt, können wir Tails spielen, können Sonic spielen, aber da Sonic so die Mail-Figur ist, würde ich sagen, switchen wir einfach. Denn das können wir nämlich auch sehr einfach machen und gehen jetzt einfach mit Sonic weiter. Und ein bisschen Tails zeigen, es geht, dauert auch nicht lang. Wie gesagt, der Story von Tails ist 30% schon. Und das war das, 10 Minuten. Ich sehe gerade 11 Minuten Aufnahme, vermutlich bei euch noch ein bisschen weniger, weil ich noch ein bisschen gecuttet haben könnte. Dementsprechend passt das. Das ist ein bisschen Story, aber gut, wir sind wieder bei Station 2. Ich weiß nicht genau, bei Casino. Und ich zeige euch mal, was wir machen müssen, weil das ist auch wieder sehr, naja, gut. Ich meine, ihr sagt Mystic Runes und so weiter, trotzdem finde ich ein bisschen krass, dass man das machen muss, aber gut. Tatsächlich muss man den mitnehmen und erstmal, ich weiß nicht, ob man die auf die Idee kommt, aber du kannst die Dinge halt mit in den Zug nehmen und in eine andere Ebene nehmen. Und das musst du machen, zum Mystic Runes dieses Ding mitnehmen. Ja. Und genau, jetzt ist das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Jetzt ist dieser Berg da offen. Das ist eine tolle Animation, die den Berg gesprengt haben. Genau, sagt er mir nur, dass ich den Eisdorn habe. Kamera kann ich, glaube ich, sogar. Ich kann die Kamera sogar manuell bewegen, aber das ist ja viel langweiliger, weil das muss schon automatisch funktionieren. So. Jetzt können wir hier hoch und können den natürlich immer noch mitnehmen und. Also es gibt zwei Sachen. Entweder wir können hier rechts lang oder wir können hier weiter lang. Ich höre tatsächlich mal rein und guck mal, was da hinten ist. Weil irgendwas war hier. Ich glaube, wir können hier noch nichts machen, aber ich möchte es mir kurz angucken. Also noch nicht offen, okay. Wir kommen dann später an. Ist okay. Ja, obwohl, das ist ein bisschen Stress, aber ist okay. Und wir sind in einer sehr krassen Ice-Action. Das ist ja die Frage, was ist hier los? Und wir trinken einfach mal. Nein, Sonic. Aber wir sind natürlich sehr agil, deswegen passt das alles. Wir springen wieder runter, aber das passt alles. So. Die Ice Cap Sketch ist eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich mag sie zumindest so. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ist ein bisschen ach, cool gemacht, muss ich sagen. Muss man einfach gestehen. Es ist halt schön thematisch und es gibt so eine Szene, die einfach sehr cool ist. Es ist ein bisschen Platforming. Das ist wie Sonic-mäßig. Fährst oder nicht. Ich weiß gar nicht, was meine Lieblingssection ist. Also, aber das kann ich ja danach beurteilen. Wir sind in die Runde gefallen. Wir möchten hier hin. Und hier hin. So. Wollen auch nicht zu viel Zeit natürlich dran aufbringen in den Stages. Und fliegen wir einfach mal. Let's go. Ich glaube. Ich will die Kamera drehen. Ich habe gesehen, dass da. Kann ich die Kamera? Da war ein Feld. Na gut, lassen wir das mal. Ich wollte zu... Okay, die Kamera hat sich wieder... Nein. Okay, ich glaube... Wir sind gerade geschiftet oder... Okay. Oh. Wisst ihr, was wir jetzt machen können? Erstmal Tails runterhauen. Go. Oh, das hat sich ja gelohnt. Oh ja, das ist, glaube ich, eine kleine Puzzle-Sack. Wieso kann ich den nicht damagen oder killen oder so? Oh, die wollen mich einfach nicht. Ich glaube, ich wurde im ganzen Game noch nie eingefroren. Einfach, weil ich bin auch nicht so der große Erkunder in den meisten Games bei sowas, deswegen... Aber passt schon. Das mit dem Eiszapfenhagen... Eiszapfhagen, genau. Ein Eiszapfen ist ein bisschen... aber es passt schon. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, kann ich dem Pfeil hier folgen? Ja! Wow! Nein! Nein! Verdammt. Okay, jetzt machen wir das Speedrun-mäßig. Ein großer schön entspannte Eismusik. Okay, wir machen das jetzt einfach normal. Es war cool, aber es hat offensichtlich nicht geklappt. Dementsprechend passt das.
Oh Gott. Da wäre ich so beinahe sogar eingefroren worden. Das wäre peinlich gewesen. Okay, zack, 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 zack und ready. Okay, ich glaube. Na, es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Auch wenn es nicht so aussehen mag. Gerade bei sowas hochzulaufen, kommt schon. Ah, okay. Oh, ein Safe Point. Das ist gut. Ich meine, wir können immer noch runterfallen. Das ist nix safe hier. Aber es ist zumindest was Unwahrscheinlicher, dass was passieren kann. Ich habe verstanden, wie die funktionieren. Zack, zack. Ich habe irgendwas Schlechtes getan. Und wir haben einen Zugang. Ich weiß nicht, ob das der Plan war. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Deswegen nehme ich das. Oh ja, und jetzt, genau. Jetzt kommt eine super. Das macht das Level cool. Können wir jetzt einfach. Let's go, Schiefer. Das ist einfach cool. Ich weiß nicht. Wir sind im Game, wir sind nicht, ne? Also, du kannst doch nicht sehen, was passiert, aber es ist einfach immer cool. Du kannst Ski fahren. Du musst halt vor der Lawine aufpassen, dass du nicht getroffen wirst. Yeah, eigentlich, ich glaube, du kannst irgendwie Tricks machen, ich bin nicht genau sicher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dementsprechend passt das aber auch. Und jetzt können wir von vorne jetzt endlich auch loslegen und ein bisschen nicht mehr ausweichen und können hier lang surfen. Das erinnert mich auch an ein anderes altes Spiel, wo du genauso eine ähnliche Szene hast. Ich weiß nicht genau mehr, wie das heißt, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber. Ja, ist einfach schön erfrischend. Ist angenehm, dass sowas auch einfach dabei ist und ist einfach eine coole Szene. Also ich bin ein Fan. Ah, du kannst genau das nicht schaffen. Es kann keine Tricks machen. Du kannst darauf Tricks machen, okay? Ich bin nur unfähig. Okay, wir probieren das hier da hinten aus. Oh Gott. Okay. Ja, Tricks. Nice. Profi. Die Musik ist halt auch feier. Ist aber. Ah, ist einfach super, super, super cool. Gibt da noch Raumschiffe, die warum auch immer hier rumfliegen. Zeppelins, warum nicht alles? Na, hätte ich einen Trick mal gesagt. Ist ein bisschen doof. Das ist eine schöne freie Fläche. Ich weiß nicht, was das für ein Dorf sein soll. Und warum das bebombt wird und warum eine Lawine hinten. Das arme Dorf eigentlich. Also, okay. Oh Gott. Wo ich sehe, dass Eggman Schergen hinter mir her oder sowas, aber alles fein. Aber weißt du, bei dem Level, ich meine, ich bin 5 Minuten dran, das ist aber okay, weil das hat einfach seine Ups und Downs, hat Action, hat hier diese schöne Skate-Session, ist einfach nice. Oh nein, nein! Oh, ich hätte oben lang, aber ich habe es leider nicht hinbekommen. Das ist schade, aber ist okay und ist auch okay. Das ist auch cool, kriegen das auch hin. Schön auf dem Speedbiken, das passt schon. Und damit haben wir den Chaos Emerald. Nice. Ah, das ist doch schön, das ist doch schön. Perfekt. Haben wir den nächsten Chaos Emerald. Und die Nummer 6, wieso auch nicht. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich weiß nicht, tatsächlich nicht, wo die den Riecher hier haben, dass da ein Chaos Emerald sein soll, aber hey, sie haben einfach den perfekten Riecher und das muss man respektieren. Ich weiß gar nicht, ist er jetzt offen hier? Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Nope. Man sieht aber da hinten tatsächlich ein bisschen durch. Vermutlich gibt es irgendeinen Bug, dass du dich da durchbacken kannst. Bin ich mir fast hundertprozentig sicher, dass du bestimmt dich da durchbacken kannst durch die Tür. Aber muss nicht. Muss ja nicht. Achso, ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube nämlich, dass wir, genau, einen anderen Bekannten treffen, nämlich hier Knuckles. Hallo. Tja. Was willst du denn hier? Yo. Toxic. Willst du das wirklich, Knuckles? Genau. Probier's doch, Knuckles. Das ist eigentlich ziemlich cool. Oh no. Das ist ein kleines Meme eventuell. Ja, aber genau den Kampf kriegst du halt aus der anderen Sicht nochmal, weil Knuckles auch einer der spielbaren Charaktere ist. Aber oh no. Der Knuckles besiegt. Oh no. Oh no. Ja, natürlich Eggman wieder da. Wie zu erwarten. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann.
Ja, das war zugeben sehr einfach. Oh Mann, oh Mann. Was erwartest du, Knuckles? Oder da war fehlt ein Tee. Ach Mann, Knuckles. Ja, die beiden haben aber immer sehr viel Spaß miteinander. Vier? Oh ja, stimmt. Als ob der schon vier hat. Ich glaube, es gibt nur sieben oder sowas. Der hat einfach schon vier. Ah, das ist nicht gut. Ja, stimmt, der hat den zweiten mittlerweile einfach schon offscreen, glaube ich. Ich glaube, wir sehen das tatsächlich. Aber, ja. Der kriegt jetzt einfach noch mehr Stärke. Die dritte Form sehen wir tatsächlich gar nicht, weil der schon zwei Emeralds gleichzeitig kriegt. Aber der sieht jetzt einfach komplett anders aus. Ah. Oh Mann. Tja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Aber alles ist gut. Wir kämpfen jetzt gegen ihn. Ah, das ist auch so ein interessanter Bosskampf gegen Chaos. Chaos ist quasi also der Böse, der ganz, ganz Böse. Der weiß irgendwie nicht, was er tut, so ungefähr. Und hier ist irgendwie das Ding so, Wasser ist gefährlich. Der taucht manchmal auf. Ich verstehe das auch nicht, warum er auftaucht. Vielleicht muss er atmen oder sowas, aber das ist halt für ihn so das Problem. Und er zerstört diese Lilien hier, sodass er halt, sodass er keine Probleme kriegt und ich im Wasser tauche ein. Und das ist ein kleines Problem, deswegen muss ich ganz viel sein. Aber wenn er auftaucht, so ganz einfach, dann ist das eh kein Problem. Und wir müssen nur noch dreimal hitten. Fünfmal insgesamt muss anscheinend gehittet werden, dann ist alles fein. Oh Gott, ich muss wieder. Oh Gott, okay. Also solange ich mal auf was stehe, passt das eigentlich. Okay, jetzt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Oh. Es ist sehr effektiv. Okay, ich habe eine Münze, alles gut. Einen Ring meine ich, nicht eine Münze. Wir sind nicht bei Coins, es ist Sonic, es ist nicht Mario. Okay, nur noch zweimal muss er getroffen werden. Es ist auch kein schwieriger Boss. Ich meine, es ist alles nicht so schwer. Ich glaube, obwohl, doch, es gibt so, zumindest wo ich als Kind früher gestruggelt habe. Hier bin ich nicht oft gestruggelt, aber es ist so ein Boss, an den erinnert man sich auf jeden Fall sehr stark. Oh Gott, das war gefährlich. Aber wir haben ihn. Okay. Wo ist er? Da muss ich hin. Da muss ich hin. Ich glaube, wir sollten. Boah. Kamera. Tauch bitte auf, komm schon. Oh Gott, da. Was macht der? Oh yo. Das ist schlecht. Aber wir haben immer noch genug. Komm schon. Komm schon, Chaos. Komm schon. Oh boy. Komm schon. Tauch endlich auf. Und damit haben wir ihn. Damit haben wir ihn. Und plötzlich ist es Sonic Jesus und kann im Wasser stehen. Crazy, nicht? Ah, nice. Aber was ist das? Eine lange Nase? Oh nein. Es ist der Egg Carrier. Ah, das ist schon ziemlich cool, einfach so. Ein Raumschiff und das ist einfach als Areal und das Ding ist cool. Also, legit so, als Kind dachte ich mir so, boah, das ist nice, das ist nice. Es hat eine lange Nase, aber es ist nice. Ja. Ist ein bisschen in die Jahre gekommen, wenn man sich die Texturen anguckt. Ist okay. Adieu, Eggman. Die Musik ist auch so nice. Da. Der Strahl, der irgendwo rauskommt, einfach weg. Auf Wiedersehen. Aber wieso nicht? Okay, wir holen uns den Tornado Tails. Wir verfolgen ihn. Let's go. Komm. Dafür ist die Zeit noch da für die Folge. Das ist auf jeden Fall. Okay, mach das, Knuckles. Ja. Aber ich glaube, wir haben ihn jetzt freigeschaltet sogar, was eigentlich echt cool ist. Okay, Tails, so, wenn du aufhörst zu reden. Genau, wir haben Knuckles. Cool. Hi, ne? Ja gut, wir holen auf jeden Fall mal. Weil da hat er gesagt. Wieso ist eigentlich mein Tornado bei Tails? Egal, passt schon. Wir holen uns ihn jetzt. Alles gut, Tails. Wir machen das schon. Wir holen ihn ein, wir verfolgen ihn.
Wir lassen ihn nicht einfach davon kommen. Hoffentlich. Ich finde es cool, dass mein Boni so dieser Ring auch in dem Model hier dargestellt ist, dass ich halt sehe, hey, guck mal, er hat es. Und, Alter, keine Ahnung warum und wie, und aber die Palmen einfach mal umkrempeln. Einfach, weil es cool aussieht. Großer Fan. Vor allem die Rampe geht sogar hoch, dass sie... Das ist noch nicht mal breit genug, dass es die Palmen treffen würde. Also okay. Ich meine, wenn im Landeanflug ist, maybe könnte das ein Problem sein, aber... Ja. Alles ist cool, hey, wir können... Wir haben Flieger. Alles gut. Moment, aber die Tornado ist doch sein Flieger. Warum ist da Tails eigener quasi? Warum ist überall Tails-Zeichen drauf? Das ist aber auch nice. Guck mal, wie Sonic da einfach draufsteht. Auf einem Flugzeug. Und der geht jetzt... Den juckt das einfach gar nicht. Der hat einfach... Und jetzt tatsächlich dürfen wir hier fliegen. Mit der Tornado. Ja, das ist ein bisschen Arcade-mäßig, einfach Sachen abschießen. Das fand ich immer ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber hey, ist okay. Ist einfach ein Arcade-Shooter, wo du mit dem Flieger einfach den verfolgen darfst. Und das machen wir. Wir kommen dich holen, Air-Carrier. Ich verstehe die Steuerung. Ich meine, guckt euch mal die Steuerung an, ne? Ich verstehe auch nicht genau, wo ich jetzt hinschieße. Aber schieße hier nicht ganz rechts hin. Das Fadenkreuz ergibt in meinen Augen irgendwie nicht so viel Sinn. Ich weiß nicht. Ich glaube, später, glaube ich, kann man. Genau, weil wir hier was anvisieren. Aber ich weiß nicht. Was bedeutet anvisieren? Ich keine Ahnung hier in dem Modus. Ich meine, ich habe was anvisiert, aber. Es ist nicht, dass ich ihn zerstören kann oder sowas. Naja, keine Ahnung. Passt schon. Wir sind hier ein bisschen warm, könnte es jetzt werden. Und guckt euch mal die Stabilität von Sonic an, ne? Crazy, dass er noch steht. Oh boy. Das ist scary. Wir dürfen wir nicht sterben. Wir sollten nicht sterben. Die haben halt keine Raketen, also deswegen verstehe ich nicht ganz, warum wir das auswählen können. Ich glaube, wir kriegen irgendwie nochmal Raketen, aber wir haben aktuell keine, glaube ich. Oh, wir wurden getroffen. Das ist schlecht. Keine Ahnung. Ja doch, ich glaube, wir haben gerade sogar mit Raketen irgendwie. Ah, ich verstehe es auch nicht. Ist auch egal. Ich muss es nicht verstehen, ich muss es ja nur machen, ne? Und aktuell machen wir es ja, wurden einmal getroffen, alles okay. Und so Ding ist halt Leertaste drücken, weil... Genau, Leertaste gedrückt halten macht es natürlich nicht, weil das wäre natürlich zu einfach. Ich muss ihn natürlich ausweichen oder sie abschießen, aber eigentlich macht es das selber. Wenn sie auf einen zufliegen, dann schießt man sie trotzdem ab, aber... Na gut. Ein bisschen erinnert mich das an Star Wars Battlefront, nur halt sehr... An diese Szenen, wo man einen Sternzerstörer oder sowas einnehmen muss, aber nur ein bisschen mehr Auto gesteuert natürlich. Und nicht ganz so. Und eigentlich komplett anders, aber ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ach ja. Und hier gehen wir nochmal hin, Hallöchen. Aber die sind hier schon abgeschaltet, weil die warten nicht, dass wir nochmal herkommen. Oh Gott, das kann ich mit der Kamera tun. Wieso darf ich das? Ja, und jetzt haben wir ihn eingeholt und sind vor ihm. Cool. Das ist ja richtig gut. So ein kleines Problem. Uh-oh. Das ist schlecht. Uh-oh. Ja, das ist ein kleines Problem, glaube ich. Habe ich so ein Gefühl. Aber hey, wir haben ihn immerhin eingeholt. Wurden abgeschossen, aber haben ihn eingeholt. Oh ja, das ist einer der besten Szenen. Wie der einfach am Laufen ist. Wenn der runterfällt. Es ist unglaublich gut. Plötzlich auf dem Kopf gelandet, das ist ein kleines Mädchen. Hallo, mir geht's gut. Du bist nicht Tails. Was soll das denn? Oh, I wonder if he's okay. Ja, das fragt sich Sonic bestimmt. Vielleicht geht's mir gut, vielleicht geht's mir nicht gut. Ah ja. Gut, aber ich würde sagen, tatsächlich, das war's, glaube ich, für diese Episode. Wir haben den Egg-Carrier gesehen, wir haben mal ein bisschen mit Tails gespielt, wir haben Knuckles kennengelernt, freigeschaltet und leider hat Eggman schon 4 Chaos Emeralds. Ich glaube... Wir legen uns erstmal auf die Liege. Das war ein langer Tag. Und ich würde mal sagen, wir können sie auf die Liege legen. Okay. Dann ist auf dem Pool. Und würde ich sagen, bis dann im nächsten Part. Ich verabschiede mich. Bis dann. Und ciao.